Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Smart Heads Europe, dein Kanal, wenn es um die Themen geht, Job, Geld, Leben, Business. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit euch über die Jobkrise in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit steigt dramatisch an und ich möchte euch aufzeigen, welche Chancen du hast auf dem Arbeitsmarkt und wie du der Arbeitslosigkeit entkommen kannst. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Video für alle, denke ich. Doch bevor ich wieder in das Video einsteige, ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Dieser Kanal kann nur mit eurer aktiven Mithilfe fortgeführt werden. Die aktive Mithilfe kostet euch keinen Cent. Ihr müsst lediglich unseren Kanal abonnieren, unsere Videos auch teilen, das ist ganz wichtig, und liken. Und gerne kannst du mir auch einen Kommentar unter die Videos schreiben. Und nach einem kurzen Intro bin ich sofort wieder für euch da. Ja, das ist heute ein sehr ernstes Thema, mit dem wir uns beschäftigen, denn die Arbeitslosigkeit steigt weiter an. Und an all diejenigen, die meinen, ja, das ist alles nicht so schlimm und der Staat wird dich retten und es steigt keine Arbeitslosigkeit, dem möchte ich hier vehement widersprechen. Die Arbeitslosigkeit ist offiziell um 6,1% im August gestiegen. Die Arbeitslosenzahlen liegen bei knapp 2,9 Millionen. Das ist sehr, sehr heftig. Und wir müssen ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass ja VW Kündigungen erst ab 1.7.2025 aussprechen wird. Wir reden da von ca. 30.000 Arbeitsplätzen, die da in Gefahr sind. Daneben baut BASF noch zwei Werke in Deutschland ab. Die Deutsche Bahn streicht 30.000 Stellen. Das sind sehr, sehr heftige Nummern. Und ich habe euch immer wieder gesagt, dass das ja nicht gleich alles auf einmal kommt, sondern dass es ja etappenweise, scheibchenweise sich erst vollzieht. Und dementsprechend wird auch die Arbeitslosigkeit Stückchen für Stückchen immer weiter ansteigen. Und was kann man machen? Nun, ich habe euch ja gesagt, es gibt keine sicheren Arbeitsplätze mehr in der freien Wirtschaft. Selbst wenn du beim Großkonzern arbeitest, wie VW, vielleicht auch Daimler und so weiter, du einen IG Metall Tarifvertrag hast, das ist nicht in Stein gemeißelt, dass du dort arbeiten wirst, bis du in Rente gehst. Und die Leute haben sich immer wieder in dieser trügerischen Sicherheit gewogen und gesagt, ja, mir kann ja nichts passieren, ich arbeite ja beim DAX-Konzern, ja, da wird mir schon nichts Schlimmes passieren, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere und kann dementsprechend auch weiter Kredite aufnehmen. Ja. Es ist nicht sicher, dass jetzt schon die Krise durchstanden ist, denn ich gehe davon aus, ganz im Gegenteil, die Krise wird noch weiter an Fahrt aufnehmen. Wir werden jetzt jeden Monat, jedes Quartal erleben, dass die Insolvenzen steigen, dass immer mehr Leute ihren Job verlieren und dass immer mehr Existenzen auch vor dem Ausstehen. Denn viele Leute haben darauf vertraut, ja, mein Job ist sicher, ich kann Kredite aufnehmen, ich kann das zurückbezahlen, die Bank gibt mir auch problemlos Kredite, weil ich ja einen sicheren Arbeitsplatz habe. Doch das steht jetzt alles in Frage. Du fragst dich jetzt natürlich, was kann ich machen, beziehungsweise welche Auswirkungen hat das auf den Arbeitsmarkt in Deutschland? Nun, wir sehen es ja jetzt ja auch immer mehr, dass es immer weniger Stellenangebote gibt. Ich würde sogar sagen, die Stellenangebote gehen schon so auf Corona-Niveau zurück. Ja, das sieht man zum Beispiel dann auch, wenn sich so Stellenanzeigen miteinander vermischt werden. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt einen pharmazeutischen Referenten sucht, dann hat man auf einmal einen Pharmaberater und also Begriffe mit Pharma werden da schon, also Jobs mit Pharma mit dem Schlagwort werden dann zusammen vermischt, ja, auf einer Seite. Das zeigt an, dass es wenig Stellen gibt und dass man dann einfach so das aufplustert, ja, mit allen möglichen Schlagwörtern unter Pharma, dass man dann da mehrere Stellen drunter findet dann auf einer Webseite. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch die Welt. Ich blende euch das hier nochmal ein. Auch hier wird zum Besten gegeben, dass der Stellenmarkt sinkt, ja. Und ich habe es ja auch schon im letzten Video gesagt, ja, die guten Leute, die werden als letztes gekündigt. Und die Low-Performer und die so durch den Taggeher, die fliegen raus. Das heißt, du solltest jetzt unbedingt Gas geben, du solltest jetzt unbedingt Motivation zeigen in deinem Arbeitsplatz, ja, in deinem Unternehmen, dass das Unternehmen sieht, aha, ich kann mich auf Herrn XY verlassen, der steht auch in der Krise zu uns, der ist da auch mit uns und bringt gute Leistungen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das deinem Arbeitgeber signalisierst. Ich bin ja Personal- und HR-Experte, ich bin auch Bewerbungscoach, ich habe ja auch ein Buch geschrieben dazu, das perfekte Bewerbungsgespräch auf Deutsch, Englisch. Für einen schmalen Taler findest du auf meiner Webseite. Ich kann dir aufzeigen, welche Tricks man anwenden muss, um zu punkten bei Bewerbungsgesprächen. Denn das wird nämlich jetzt wichtiger denn je sein. Wir werden jetzt sehen, dass es immer mehr Bewerber gibt. Wenn du jetzt eine Stelle ausschreiben würdest, jetzt sage ich mal Mechatroniker, dann wirst du erleben, dass du auch gar keine externe Unterstützung mehr brauchst von Personaldienstleistungsagenturen. Ja?
dass das Firmen jetzt schon durch eine schnöde Stellenanzeige, ja, die früher schon Leute für tot erklärt haben, ja, weil ganz einfach durch den Fachkräftemangel, ja, muss man mehr machen, da muss man TikTok-Videos produzieren und so weiter. Das wird jetzt alles wegfallen. Du kannst jetzt einfach wirklich eine Stellenanzeige schalten bald, dich zurücklehnen und gucken und abwarten, was da so an Bewerbungen reinflattert. Und die Leute werden wieder darauf achten, das wird wieder sich komplett in das Gegenteil drehen, ja, dass die Leute dann einfach sehen, wer ist denn der beste Bewerber, ja? Wer ist denn der perfekte Kandidat? Ja, weil die wieder auswählen können. Die werden aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen, können die ganz groß selektieren. Die müssen nicht mehr einen nehmen, der sagen, naja gut, der kann das vielleicht nicht, aber das ist auch okay. Naja, bringen wir dem, lernen wir den ein bisschen an und dann klappt das schon irgendwie im Unternehmen. Das wird nicht mehr der Fall sein, Leute. Die Unternehmen, es wird wieder ein reines Unternehmensprivileg werden, sich Bewerber auszusuchen. Es wird keinen Bewerbermarkt mehr geben. Davon gehe ich ganz felsenfest aus. Und ihr müsst euch da dementsprechend wappnen. Auch das ist auch nochmal ein Tipp, wichtiger Tipp für euch. Ja? Wenn du jetzt merkst, dass dein Unternehmen in Schieflage geraten ist, dass es schon Kündigungen ausspricht, dass du nicht weißt, wie es da weitergeht, dass du deinen Job auch gefährdet ansiehst, dann fang jetzt einfach an, Bewerbungen zu schreiben. Fang jetzt einfach an, dich auf dem Stellenmarkt einfach mal umzusehen, zu schauen, was gibt es, sind da überhaupt noch Stellen frei, wie viele Jobs gibt es und fang einfach mal an, Bewerbungen zu schreiben und zu verschicken, ja, und das auch zu üben, ja. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. So kannst du natürlich auch einer möglichen Kündigung zuvorkommen und musst dich nicht beim Arbeitsamt melden, ja, musst nicht diese ganzen unangenehmen Dinge da ausfüllen und auch der ganze Weg der Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht schön, ne? 60% des Gehaltes zu bekommen und so weiter und so fort. Das ist ja alles nicht so prickelnd, ja. Deswegen solltest du jetzt unbedingt darauf achten, einer möglichen Kündigung zuvorzukommen. Ja, das war's mal wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, dann kannst du mir gerne direkt eine E-Mail schreiben oder schau auf meiner Webseite vorbei. Und ja, ich freue mich auch immer wieder gerne von dir in den Kommentaren auch zu lesen. Ich bin wie immer raus, sage danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, euer Alex.